Nun werfen wir mal einen Blick auf die Benutzeroberfläche. Du hast hier das Hauptfenster mit dem Text, an dem du arbeitest. Und du kannst diese Benutzeroberfläche auch ein bisschen an deine Bedürfnisse anpassen. Über Ansicht beispielsweise kannst du die Ansicht wechseln oder gewisse Elemente ein- oder ausblenden. Im Moment macht es sicher Sinn, wenn wir den Lineal einblenden, den brauchen wir später für Einzüge und Tabstops. Dann haben wir oberhalb der Datei dieses Menüband. Da kannst du von Menüpunkt zu Menüpunkt springen. Der wichtigste Bereich ist sicher dieses Startmenü. Da hast du alle Formatierungsoptionen und die Formatvorlagen. Bei Einfügen hast du Zugriff auf die verschiedenen Importmöglichkeiten, seien das Fotos, Tabellen oder geometrische Formen, aber auch Medien oder zum Beispiel Textfelder, die da ein bisschen versteckt sind, wenn der Bildschirm zu wenig breit ist. Unter Entwurf kannst du das Erscheinungsbild der Seite festlegen. Du hast also Zugriff auf Vorlagen. Bei Layout nimmst du Einstellungen, die die ganze Seite betreffen, vor. Beispielsweise die Seitenränder oder die Ausrichtung des Textes oder der Elemente, die darauf platziert sind. Und die weiteren Elemente sind im Moment nicht so wichtig, die kommen vielleicht später dann mal in einem Lernfilm vor. Hier unten hast du noch wichtige Einstellungen. Einerseits hast du hier den Zoom-Bereich, den du stufenlos verstellen kannst oder über diese Tasten auch in bestimmten Schritten. Und da unten siehst du das laufend die Seite und vor allem auch die Anzahl der Wörter gezählt wird. Da kannst du die Rechtschreibeprüfung aktivieren oder deaktivieren und da die Sprache ändern für das Wörterbuch. Und nicht zu vergessen, wie bei allen Mac-Programmen hat man auch hier oben noch ein Menü und hier empfehle ich dir, dass du dir die wichtigsten Kurzbefehle merkst, zum Beispiel Speichern, Befehl S oder ein neues Dokument, Befehl N. Da kann man doch sehr viel Zeit sparen, wenn man diese Befehle auswendig kennt.